Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, heute ist es soweit. Wir wollten heute mal den guten alten Lamm, den Finn, berechnen. Werden wir auch gleich noch zu kommen. Und zwar möchte ich vorerst noch mit euch ein paar Teamkämpfe anschauen und auch noch mal eine Kleinigkeit hier über mein Set sprechen. Und zwar können wir eigentlich anfangen, einmal hier über das Set zu sprechen, würde ich sagen. Und zwar geht es mir darum, ja, ich habe hier in den transformierbaren Flügel der Champion Liga, habe ich mir jetzt auch endlich einen batteriebetriebenen Raketeneinsatz eingebaut in Episch. Freut mich wirklich richtig gut, dass ich den bekommen habe aus der Werkstatt. Und ja, wunderbar, sobald, also es läuft jetzt schon ganz gut. Hier sind überall die blauen Gegenstände drin, hier ist noch ein weißer Gegenstand drin, das wird auch sich noch irgendwann ändern. Was mich allerdings noch stört, dass ich die Flügel noch nicht mit goldenen Rahmen habe. Das ist irgendwie noch so ein Ziel dieses Jahr. Also, naja, ein Ziel kann man nicht wirklich sagen. Es ist ja auch immer so ein bisschen mit Glück, sage ich mal. Also es hat wirklich immer so ein bisschen mit Glück zu tun, was da so kommt aus den Ligakämpfen, und daher habe ich ja auch jetzt immer ab und zu gerne diesen Liga-Boost aktiviert, damit da halt bessere Belohnungen bei rauskommen, und es kommen ja auch bessere Belohnungen von den Münzen bei raus, und den werde ich, denke ich mal, auch weiterhin finanzieren und weiterhin aktivieren. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja, dann wäre das nicht schlecht, wenn ich dieses Jahr irgendwie noch mit Glück hier so einen Flügel bekommen würde mit Slot und ja, mit goldenen Rahmen. Das wäre jetzt irgendwie schon, da hoffe ich mal irgendwie so drauf. Und was noch gerne vielleicht, was ich doch wieder ändern würde, was natürlich trotzdem gut aussieht mit diesem Keno-Anzug, der steht einfach gut, der sieht gut aus, ist auch wenn es ein verlumpter Keno-Anzug ist, aber ich finde ihn einfach toll, er schaut gut aus und es passt irgendwie so in eins, es ist so irgendwie ein Style, der mir irgendwie gefällt. Aber irgendwie will ich vielleicht auch einen anderen Anzug, und zwar von dieser Champion Liga wieder gerne diesen Anzug auch noch haben. Mit goldenen Rahmen und mit Slot. Ja, das Ganze müsste natürlich dann auch wieder ummodifiziert werden mit, ja, wieder mit den lilanen epischen Modifikationen. Ist ja ganz klar. Und was natürlich noch fehlt, was ich noch gar nichts von gefunden habe und bekommen habe, ist zum Beispiel auch hier das Gadget und die Waffe mit Slot. Wäre auch noch so ein Punkt. Würde ich mich freuen, wenn ich das mal irgendwann bekommen würde. Schön wäre es natürlich noch dieses Jahr. Da würde ich mich am meisten drüber freuen. Am besten zu Weihnachten. In einem riesengroßen Paket mit vier Gegenständen. Hätte ich nichts dagegen. Mal schauen, was passiert. Mal gucken, wie das Glück auf der Seite von mir steht. Ja, wir gucken mal weiter. Ich hatte ja eben schon versucht aufzunehmen. Leider hat es meine Aufnahme gesprengt, weil ich da wieder einen Fehler gemacht habe. Hab, glaube ich, vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken oder irgendwas ist da passiert. Auf jeden Fall war auf einmal das ganze Aufnahmeprogramm weg und ja, ich habe es nicht mitbekommen und da war leider die ganze Aufnahme gecancelt. Naja, halb so schlimm, halb so schlimm. Ich habe nicht viel angestellt, außer dass ich mal hier der Juna ein bisschen geholfen habe. Am Ende des Videos hier halt ein bisschen mit Ehre raufzukommen. Sie steht auch momentan auf einem richtig guten Platz. Kann man nicht meckern. Sie ist hier auf Ehre Platz 33. Nahe gefolgt an The Real Batman. Der ist noch ein bisschen besser hier auf Platz 27. Also sind diesmal alle gut dabei. Kann man nicht meckern. Wir gucken nochmal schnell direkt, wer so auf Platz. Halt, wer so auf in den Top 10 ist, das würde mich mal gerne interessieren. Ah ja, hier Zitronenhühnchen, Spielkind und O weiter oben, Fighter 20 und Sonny Angel. Okay, das sind so ein paar Namen, die hört man öfter und die kenne ich auch so nicht persönlich, aber halt so vom Hören und vom Lesen her sieht man sie halt schon öfter mal in den oberen Reihen mit dabei. Joa, so viel dazu zu der Ehre und wir gucken mal weiter. Ich habe euch gesagt, wir möchten noch mal einen Teamkampf heute anschauen. Und apropos Teamkampf, und zwar haben uns auch heute Leute verlassen. Nicht nur ein, nee, doch nur einer hat uns verlassen, und zwar Muppi. Muppi hat uns verlassen, wollte das Team verlassen,
weil RCS nicht mehr spielt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich keine Lust mehr oder keine Zeit mehr. Man weiß es nicht. Die privaten Gründe dahinter habe ich keine Ahnung, warum. Aber es ist auch nicht so schlimm. Wir haben wieder Platz für neue Leute. Wir haben noch zwei neue Plätze frei. Wer hier gerne ins Team möchte, einfach Bescheid sagen. Alles kein Problem. Aber ich weiß nicht, wer ist denn noch gegangen? Ich kann gar nicht. Wir haben hier noch so viel diskutiert. Da waren 19. Heute Morgen waren es noch 19. Muppis hat es auf jeden Fall verlassen. Und irgendjemand, wurde noch irgendjemand gekickt? Oder waren wir nur 18 Mitglieder? Ja, Moment, doch, nee, hat doch alles seine Richtigkeit. Wir sind noch momentan 18 Mitglieder von 19. So, ich habe mich vertan, Entschuldigung. Ja, und ein Platz ist noch frei und da, um wieder auf die 19 zu kommen. So, ich habe mich verguckt, ja, kann ja mal passieren. So, Muppi ist auf jeden Fall gegangen. Und ja, macht ja nichts. Das ist nun mal so. Und was ich jetzt noch sagen wollte, bevor wir gleich zu der Berechnung kommen, wir haben heute eine schöne Trophäe bekommen. Erstmal ein großes Lob wieder an das Team. Also war auf jeden Fall ein sehr guter Angriff, den ich gestern ausgesucht habe. Ich würde ihn gerne nochmal mit euch zusammen anschauen, kurz im Schnelldurchgang gegen Dark Knights. Wer es nicht mitbekommen hat, die habe ich gestern angegriffen und das waren dann von heute Morgen die Kämpfe. Mal gucken, wann uns die Trophäe wieder abgenommen wird. Oh, hier, gut, hier geht es ganz gut los. Alles ein bisschen kleinere hier, alles kein Problem. Überspringen wir mal. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Alaira, Alian oder wie auch immer er heißt, hat da nicht viel Chance. Chaius, okay, wird hier auch nicht viele Chancen haben. Und die Lumpenjacke, gucken, er ist schon ein bisschen besser geskillt. Aber ja, doch, gerade so mitgenommen, aber wird vom nächsten hier locker umgehauen. So, Noland ist auch dabei. Hat hier sehr, sehr gute Werte. Jetzt gegen Lerche. Okay, müsste auch noch locker schaffbar sein. Aber richtig locker. So, jetzt kommen schon ein bisschen höhere Niveaus. Aber auch nicht wirklich gut geskillt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Die haben Level 162 und so schlechte States. Okay, das könnte sein, dass es ein Kondi-Set ist. Dass er sein Kondi-Set anhat. Aber warum hat er dann so viel Krips? Nee, kann ich nicht verstehen. Das ist. Nee. Hier Level 177. Wow, das ist echt schon. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Lu. Auch nicht gerade wirklich so gut. Da ist Mercilles hier auf 156 ja fünfmal besser geskillt, könnte man sagen. Zumindest von der Kraft her. Dann gucken wir mal weiter. Hero. Okay, Hero, da fängt es jetzt langsam an. Da wird es ein bisschen schwieriger. Also da kommen noch einige. Wir sind auf jeden Fall. Also da kommen noch vier weitere. Hier bei uns kommt nur noch einer. Das könnte interessant werden. Aber wir haben ja den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Und uns die Trophäe ergattert. Aber wie man hier sieht, guckt mal, Stufe 201, der Junge. Wahnsinn, so schlechte Skillwerte. Jo, das ist entweder ein falsches Set, was der trägt, oder das ist nicht das Original-Set. Ich bin mir echt nicht sicher. 227. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich glaube, die machen alle kein Training. Gehe ich mal stark von aus. Oder haben alle einfach nur schlechte Anzüge oder Rüstung an. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht begreifen. Guckt euch Lamm an hier. Stufe 227, die gleiche Stufe und ist ja gut, es nimmt sich nicht viel, sage ich mal. Hat ein bisschen mehr Stärke. Okay. Also die schenken sich jetzt, sage ich mal, schon mal nichts. Das ist jetzt schon, ja, gar nicht mal so schlecht. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Aber Lamm hat es leider nicht geschafft. So, Real Batman wird ihn auf jeden Fall umhauen. Elira wird er, denke ich mal, auch noch mitnehmen. Oder auch nicht. Oh doch, hat er mitgenommen. So, Till 29 hier, zack. Nimmt er auch noch mit. Also, The Real Batman ist für sein Level auf jeden Fall gut geskillt. Da kann man nicht meckern. Wenn man da hier die anderen Leute sich so anguckt, wie denen ihre Skillwerte sind auf den hohen Level, das ist schon, ja, das ist schon mangelhaft, könnte man bald sagen.
So, Nymphoman hat hier The Real Batman umgehauen. Jetzt kommt Phylo auch nochmal zu Schlag ran hier. Ja, gegen Danny. Danny haut auch noch weg. Skyline, okay, gegen Skyline wird er keine Chance haben. Oh, gegen Skyline hat er noch eine Chance. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, Skyline haut ihn um. Aber naja, Phylo hat sehr, sehr gute Werte. Also, der hält schon was aus. So, Yuna macht hier das Ende. Wunderbar. Nicht mal Lukas, Max und ich sind rangekommen. Das ist sehr, sehr nice. Also, großes Lob ans Team. Da kann man echt nicht meckern. Gute Stärke. Gut gespielt. Joa. So, wir gucken mal weiter. Wo ist der gute Lamm? Oh, ja. Super. Ja, guter Lamm. Jetzt habe ich mich so gut darauf vorbereitet, dich zu berechnen. Und ich habe ganz vergessen. Stimmt ja. Ach, stimmt. Du gehst ja diese Woche mit Ehre runter. Habe ich ganz vergessen. Eieiei. Jetzt stehst du hier nackelig rum. Jetzt können wir dich gar nicht berechnen. Das ist natürlich Mist. Ist aber halb so schlimm. Ist es jetzt nicht. Wir können es auch noch auf einen anderen Tag verschieben. Vielleicht. Ich habe da eine gute Idee. Vielleicht schreibst du mir einfach eine Mail, wenn du dieses Video hier guckst. Schreib mir einfach mal eine Mail im Spiel, wenn ich online bin oder unter YouTube und sag mir einfach mal, ob du morgen vielleicht morgen Abend einmal angezogen bleibst oder irgendeinen anderen Tag, wenn du möchtest. Oder wir machen das Video einfach für nächste Woche. Dann berechnen wir einfach nächste Woche dich und wenn du wieder angezogen bist. Da, weil ich mache immer nur spätabends Videos. Das ist das Problem. Ich kann tags nicht Videos machen. Also du müsstest dann schon spätabends, so um 10, 11 Uhr, müsstest du schon so angezogen in deinen super Top-Anzug dastehen, damit ich dich berechnen kann. Also entweder sagst du mir Bescheid und lässt einen Tag dich angezogen oder wir verschieben das auf nächste Woche, wenn du wieder mit Ehre Plus gehst, mit mir zusammen, dann machen wir dann ein Video. Also werden wir das so machen, weil so bringt es ja nicht viel, wenn ich dich jetzt berechne mit den paar States hier, mit denen, wo du so nackt hier rumstehst. Das bringt ja nichts. Also ja, lassen wir es mal so. Wie gesagt, ich habe es ganz vergessen. Sonst hätte ich es vorweg noch, hätte ich da mal dran gedacht, dann hätte ich dir vorweg noch gesagt, komm, bleib mal angezogen heute. Aber nun gut, kann man nichts machen. Das war mein Fehler. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Nun gut, dann würde ich sagen, wäre es das eigentlich erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben ein paar spektakuläre Teamkämpfe gesehen. Also eher gesagt nur ein Teamkampf, aber immerhin einen sehr guten. Kann man nicht meckern. Wir waren ja auch so ungefähr auf unserem Niveau. Und ja, dann wäre es das eigentlich erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.